Mahlzeit am 24.04.2021. Ich will einfach ein paar Gedanken festhalten gerade und eigentlich eine ganz bestimmte Frage mal laut aussprechen. Ihr habt alle mitbekommen von dieser Aktion Alles dicht machen, wo über 50 Schauspieler satirische Kritik an der Regierung geübt haben und vor allen Dingen, was damit jetzt passiert ist. Also ich habe hier so ein Bild offen, Alles dicht machen. Am ersten Tag 1,6 Millionen Aufrufe, also sagen wir grob anderthalb. Dann gab es auch gleich eine 500.000 Reaktionen darauf, grob. Also jeder Dritte, der es gesehen hat, hat es auch irgendwie geliked oder disliked. Und diese sind aufgesplittet in ungefähr 93,79% positive und 6,21% negative Wertungen. Das heißt, bei den Zuschauern ist es offensichtlich alles sehr gut angekommen. Dann kommt das WDR gestern auf die Idee, den Jan-Josef Liefers da irgendwie da zu interviewen und mal ganz im Ernst sowas von billig versucht, ihn da irgendwie in eine rechte Ecke zu drängen. Und dann springen quasi einen Tag, nachdem die Aktion gestartet ist, die Hälfte der Leute wieder ab und machen Rückzieher und so, weil sie in die rechte Ecke gedrückt werden. Mal ganz im Ernst, seid ihr euch dessen wirklich vorher nicht bewusst gewesen, dass es da seit 10, 20 Jahren Leute gibt, die das, was ihr da jetzt gerade gemacht habt, auch ständig machen und Shitstorms dafür abbekommen und bla bla bla. Ist euch nicht bewusst gewesen, dass jeder, der die leiseste Kritik an der Regierung gerade ausübt, sofort nach rechts außen, also nicht nur nach rechts außen verbannt wird. Jeder. War euch das nicht bewusst? Für die, denen es jetzt bewusst wird, kann ich sagen, ey, lohnt durchzuhalten, den Shitstorm auszuhalten und trotzdem dafür eingestanden zu haben, dass man diese Scheiße nicht einfach so wortlos hinnehmen kann. Und es auch nicht getan hat. Was mir persönlich bei der ganzen Aktion irgendwie fehlt, also ich frage mich nur, warum sind das jetzt 50 Schauspieler? Und wo sind die ganzen anderen? Wo sind die ganzen anderen Leute aus der Unterhaltungsbranche? Schauspieler können ja wenigstens haben ja wenigstens in der letzten Zeit noch irgendwas zu tun gehabt, solange es noch irgendwelche Drehs gab. Wo sind die ganzen Musiker? Warum macht ihr nicht die Fresse auf? Ist euch nicht bewusst, dass man gewisse Lieder nicht bringen kann, ohne dabei die Herzen der Menschen zu berühren? Ich denke da zum Beispiel, weil es mein Paradebeispiel ist, Silbermond. Wo seid ihr? Krieger des Lichts, wo seid ihr? Ich weiß, dass ich nicht der Einzige war, der sich von diesem Lied ganz wahnsinnig angesprochen gefühlt hat und seitdem versucht hat, Kontakt mit Silbermond aufzunehmen, die offensichtlich überhaupt gar kein Interesse daran haben, auch da zu sein. War das auch so ein Song, der einfach nur geschrieben wurde, weil der Text gut klingt, weil es sich gut verkauft? Oder wenn jemand Millionen Legionen anspricht und ein Gebet an den Planet bringt, dass das was in uns bewegt, dass wir tatsächlich dann den Eindruck gewinnen, ihr seid auch da, wenn es darum geht, endlich mal was zu ändern. Aber ihr seid nicht da. Wo seid ihr? Es geht hier auch um eure eure Existenz. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Man sieht euch überhaupt gar nicht. Bis auf die Punks, die dann in der ARD das Jingle von der Tagesschau spielen. Ganz komische Sache irgendwo.
Ich weiß, dass eure Managements euch im Moment dazu raten, den Ball flach zu halten, weil ihr alle Angst davor habt, keine Aufträge mehr zu bekommen. Aber hey, böses Erwachen. Eure gesamte Branche wird gerade abgeschafft. Und euer Schweigen hilft. Wo seid ihr? Wo seid ihr, wenn es darauf ankommt, endlich mal was zu ändern? Ihr habt Millionen mit unseren Emotionen verdient. Wäre schön, wenn ihr euch langsam auch mal einmischen würdet. Ich wollte es nur mal angeregt haben. Tschüss. Hier, ne? Geht in Frieden.